Die Landschaften in Kolumbien sind besonders schön. Also diese Region hier in Huila, heißt sie ja, ist nicht nur magisch, sondern es gibt auch einfach so viele verschiedene grüne Töne, satte Töne, Blumen. Es gibt Bäume, Pflanzen und Früchte. Und ich kann nur jedem empfehlen, hierher zu kommen und sich das anzuschauen und sich einfach von diesen ganzen Sachen hier einfach mitnehmen zu lassen. Herzlich willkommen zu Destination Colombia. Wir sind hier in dem wunderschönen Dorf San Agustin. Dieses Dorf ist sehr wichtig für Kolumbien, denn es ist die archäologische Hauptstadt. Wir befinden uns hier in einem der wichtigsten Orte Kolumbiens, dem archäologischen Park in San Agustin. In diesem Park haben wir schon Wege gefunden und wir werden Gräber sehen von über 3300 vor Christus. Bienvenida Ana a la tierra de sus ancestros y aquí lo que vamos a ver es un pueblo que no fue conocido, que no sabemos aún quiénes fueron y para dónde se fueron después del año 900. Aquí vemos tumbas. Cada tumba tenía su guardián. También vemos otros guardianes que para mí tienen una expresión de armonía, una expresión de paz. Utilizaron este sitio no solamente para venir a dejar el cuerpo y seguir su vida, sino que también vinieron a nacer. Wir sind hier in Isnos und in einem sehr, sehr wichtigen weiteren archäologischen Park, dem Alto de los Ídolos. Hier werden wir weitere Statuen aus Stein sehen. Aquí ya estamos en el municipio de Isnos. En esta parte hubo más matriarcado que patriarcado. Entonces seguimos guardando todo ese misterio sin tener las claves para nosotros poder descifrar quiénes eran exactamente los que hicieron todo este arte escultórico. Tenemos como un vacío en ese aspecto y estamos esperando las últimas investigaciones para ver qué más podemos nosotros analizar sobre esta gran cultura que desapareció, pero sí nos dejaron ese legado escultórico, ¿no? Dieses Magische hier in Huila zeigt sich nicht nur in der Landschaft und in den Menschen, sondern es gibt auch einfach Beweise, dass hier eine besondere Kultur war. Und zwar haben wir das in den archäologischen Parks gesehen, dass dort diese Steinformationen sind. Und diese zeigen eine ganz besondere Art von Religion. Es ist das Wissen über, wie ist der Tod, wie ist die Geburt. Und das sind ganz wichtige Themen, so dieser Weg, wie werde ich wieder auferstehen in ein neues Leben. Wir sind hier im spektakulären Hotel Monasterio San Agustín und ich freue mich sehr, eine regionale Spezialität zu probieren. Dieser Fisch heißt Tilapia und wird serviert mit verschiedenen Gemüsen. Ich probiere jetzt mal. Schmeckt sehr, sehr, sehr köstlich, ganz saftig. Wirklich ein Genuss. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, dort, wo der Zuckerrohr wächst. Wir sind hier in San Agustin, in der Finca La Florida. Das liegt auf 1800 Metern über dem Meer. Und hier wächst das allerbeste Zuckerrohr. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. Lo especial de esta zona es que aquí han habido asentamientos indígenas. Ellos decían la energía positiva, todo eso, pues. Pues sí, pero eran suelos buenos porque también los cultivaron ellos. Traemos la caña en esos camiones que miramos ahí. Ahí está la zona de extracción. Vemos un trapiche, un molino ahí para la extracción de caña. Aquí está en una temperatura promedio de, 90 a 125 grados de temperatura. Y aquí ya va, aquí ya está a punto de salir. Estamos a un promedio de 120 grados de temperatura. Entonces, ellos lo hacen de una forma empírica de la siguiente manera. Cuando este punto quiebra, es lo que ellos dicen, ya está apto para sacarla.
pasa y posteriormente las llevamos allá al limpiamiento. Und dieses Zuckerrohr wächst hier in Kolumbien und daraus wird die leckere Panela gemacht. Also das ist hier natürlich ein besonderer Ort und die Landschaften sind schön, die Lebensmittel schmecken lecker. Aber das Wichtigste hier sind die Menschen, wie sie einem die Nähe und die Wärme geben, obwohl man sie gar nicht kennt. Kolumbien ist absolute Leidenschaft. Für mich ist es ein großartiger Ort, um zu sein und ich lade alle herzlich ein, hierher zu kommen. Leider ist es jetzt Zeit, Wheeler zu verlassen und es war eine wunderschöne Reise. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier sein durfte und ich werde auf jeden Fall bald wiederkommen und ich empfehle allen, dass sie auch mal nach Kolumbien kommen, denn es ist ein wunderschönes Land. Tschüss!